Herzlich willkommen in der frisch sanierten Merian-Schule. Wir nehmen den Eingang von der Burgstraße aus, kommen in das neue Foyer und umrunden den historischen Brunnen, der in seiner neuen Pracht erstrahlt. Einmal drumherum und weiter geht's an dem neuen Eingang vorbei. Das wird der zukünftige Haupteingang vom Schulhof aus sein. Und weiter den Gang entlang an den Toiletten vorbei und im Aufzug rechts wird der künftige Fußballplatz für die Kinder entstehen. Und dann nähern wir uns schon einem der Betreuungsräume, die ähnlich ausgestattet sind, aber doch individuell sein werden. Unterschiedliche Farben der Sofas zum Beispiel. Die Kinder werden ihn mit Leben füllen. Und weiter geht's den Gang entlang in den Musiksaal. Der Musiksaal ist der älteste Raum in der Schule und wird besonders ausgestattet sein. Und schon huschen wir rechts um die Ecke in den neuen Bewegungsraum. Früher nannten wir ihn Psychomotorikraum. Es gibt dort eine Hangelstange und eine Kletterwand und viele Dinge zum sich bewegen. Hier sehen wir das eine Treppenhaus, das lichtdurchflutet ist mit ganz schönen Leuchten. Und hier sind wir im ersten Stockwerk und gehen in den Bauraum. Diese Räume gibt es drei an der Zahl, alle mit Blick zum Schulhof und bodentiefen Fenstern. Oben drüber befindet sich das Knobelkabinett und im dritten Stock ein Besprechungsraum. Hier sieht man den Zauberwald, der endlich in seiner Pracht erstrahlen kann, weil Licht hineinfällt. Und schon sind wir in einem Klassenraum mit einer Schrankwand und flexiblem Mobiliar. Hier sind wir im Keller, das ist der Werkraum. Und nach einem Schwenk nähern wir uns dem künftigen PC-Raum, der als solcher noch nicht so wirklich zu erkennen ist, aber es wird schon. Am Brennofenraum vorbei mit neuem Brennofen drin und schon sind wir im Experimentierraum, der auch noch mit einer Küchenzeile ausgestattet wird, sodass die Kinder dort kochen und backen können. Vorbei an der Lüftungsanlage und schon sind wir wieder im ersten Stock. Das ist der Raum für die Erwachsenen, ein gemütlicher und funktioneller Raum zum sich begegnen und sich informieren. An dem Licht erkennen wir, dass wir in der Mensa gelandet sind, dem neuen Herzstück der Schule, hell und lichtdurchflutet. Und wir freuen uns auf gemeinsame Essen, Begegnungen und hoffentlich bald wieder rauschende Feste, wenn wir Corona überstanden haben.